So, da sind wir wieder. Zum nächsten Rennen. Monaco. Ich habe mich nicht drum gerissen. Ich habe mich nicht freiwillig gemeldet. Das ist eine der Strecken, die ich am wenigsten gerne fahre. Und das Furchtbare daran ist, direkt nach Monaco kommt Baku und das schlägt so ungefähr in eine Kerbe. Aber dann haben wir im ersten Drittel eigentlich alle Strecken, die ich so überhaupt gar nicht leiden kann, schon mal weg. Ja, danach kommen nur noch Strecken, die ich gar nicht leiden kann, die ich nicht leiden kann und die ich mag. Aber die, alle, die ich überhaupt gar nicht leiden kann, sind dann schon weg. Das sind Monaco, Baku und Hanoi. Genau. Hat eigentlich jemand mein Wortspiel verstanden bei Hanoi im Titel? Ich frage für einen Freund. There's a few cars out on track. Perhaps we should get out there before it gets busy. Ja, ja. Machen wir. Perhaps. Der Max fährt. Was man alles rausholen kann, wenn man so den Prozessorkerntakt nochmal wieder um 100 MHz hochtaktet, sieht man hier, ich bin meine Ruckler losgeworden, die ich immer hatte. Hoffe ich. Zumindest die ganzen Cutscenes liefen jetzt sauber. Ohne Mikroruckler. Und Patch fürs Spiel gab's noch nicht. Daran kann's nicht liegen. Grafiktreiber hatte ich schon geupdatet. Da hatte ich die Mikroruckler auch noch. Daran kann's auch nicht liegen. Ich will jetzt nur noch abwarten, bis er auf die Stadt Ziel fährt. Da war es halt immer fies. Achso, in einem Atemzug halt auf 60 FPS hochgestellt. Vorher waren es 50. Ist auch kein Drama, aber... Ich wollte 60 FPS haben, so. Und ein Renault genau vor der Nase. Mann. Ach, Kimi, das geht doch so nicht. Ja, komm, wir machen das anders. Ausnahmsweise kontrolliere ich einmal das Setup. Hat er behalten? Ja. Dann direkt mal raus. Auf jeder anderen Strecke wäre überhaupt kein Problem, wenn einem da jemand vor der Nase rausfährt. Aber hier. Hier ist das so eine keine Chance mehr. Och man! Jetzt stelle ich mich aber auch echt doof an.
gerade im Training habe ich solche dummen Sachen nicht gemacht. Aber da hat mir auch noch keiner zugeguckt. Jetzt ist drauf geschissen, jetzt fahre ich über die Linie. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. Mann. Na. Car repairs have set us back a little. Mach mich nicht schwach. Ein L4 muss wenigstens für Q1 reichen. Hat das keinen Bock, schneller zu werden? Er denkt sich wahrscheinlich das gleiche wie ich. Ja, der wird sich das gleiche wie ich gedacht haben. Weiter. Dann fahren wir mal direkt raus. Was soll's. Schon wieder einer direkt vor der Nase. Will das Spiel mich eigentlich ärgern? Scheinbar. Schön, dass das Spiel beim ersten Curb in Sandy Woods so gnädig ist. Das war nicht gut. Da gönne ich mir die Rückblende. There's only one lap of fuel remaining. Und Jeff, wenn alles gut geht, brauchen wir nicht mehr als einen.
Na, schade, die war auch nicht schneller. Dann setze ich noch einen Run am Ende. Also relativ am Ende. Gegen Ende. Guck mal, es ist gerade nichts los. Es bleibt hoffentlich auch so. Ja, ist egal, es ist Monaco, da gönne ich mir die Rückblenden, so. Wenn du noch so viel Zeit hast. Monaco ist mein persönliches Rückblendenfest. Ja. Wird es wohl auch immer bleiben. Ja, damit kann ich leben. Wenn ich das gleich im Q3 nochmal hinkriege. Das ist eine ganz schwierige Nummer hier. So, ihr seid jetzt alle euren Run gefahren. Na, den habt ihr ausgewählt. Wunderbar, dann auf geht's. Ich will nochmal die Strecke für mich haben.
Ja. Ich glaube, die Zeit kann ich so stehen lassen. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. O'Neill, Bottas und Lewis Hamilton. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Meine erste Pole Position. Juhu! Sehr schön. Ich glaube, die kann ich wirklich so stehen lassen. Ich habe noch zwei Rennen, um Leclerc oder vor Leclerc zu bleiben in der Rivalität. Das ist auch gut. Komme ja auch mit klar. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir sehen uns, ja, danke. Danke. Halt, eine Sache können wir, glaube ich, noch machen. Kann ich das hier noch einstellen? Nee. Dann muss ich das gleich an anderer Stelle noch einstellen, also nach dem Rennen. Dann, würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet auch zum Rennen wieder ein. Zum großen Preis von Monaco und es wird eine Schlacht. Von daher, macht euch jetzt noch eine schöne Zeit, ne? Bis zum nächsten Mal, macht's gut und schwingt einen Hut.